Lernen Sie den neuen Ford Capri kennen, ein elektrisches SUV, das einen legendären Typennamen mit einem modernen Touch zurückbringt. Der Capri, der ursprünglich in den späten 1960er Jahren als elegantes, sportliches Coupé namens Euro Mustang auf den Markt kam, ist zurück, aber nicht in der Form, die sich die Fans des Originals erhofft hatten. Statt eines zweitürigen Coupes ist der wiederbelebte Capri jetzt ein vollelektrischer Crossover, ein Zeichen dafür, wie sehr sich die Automobilwelt verändert hat. Ob Sie ihn lieben oder hassen, die neue Version des Capri bietet einige interessante Technologien und Leistungen zum Ausprobieren. Das Design des SUV tendiert zu einer eher coupéartigen Silhouette, aber mit einer flacheren Dachlinie, wodurch es sich eher wie eine erhöhte Limousine anfühlt. Wenn Sie an das mutige Design des ursprünglichen Capri zurückdenken, fühlt sich dieses neue Modell wie eine große Abkehr an. Dennoch hat es mit seinen klaren Linien und scharfen Details seinen eigenen Charme. Unter der Haube oder besser gesagt unter dem Boden befindet sich ein einzelner Elektromotor, der die Hinterräder mit 282 PS und 550 Nanometer Drehmoment antreibt. Dieses Setup liefert solide Leistung und erreicht 0 bis 100 km/h in 6,4 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit ist auf 192 km pro Stunde begrenzt. Die Energie kommt von einem 77 Kilowattstunden Akku, der Version mit Hinterradantrieb eine beeindruckende Reichweite von 620 km im WLTP-Zyklus verleiht. Auch das Aufladen geht schnell. An einer Schnellladestation können Sie mit einer 135 Kilowatt Ladung in nur 28 Minuten von 10% auf 80% aufladen. Für alle, die noch mehr Leistung und Allwettertauglichkeit wünschen, bietet Ford eine Version mit zwei Motoren und Allradantrieb an. Dieses Modell leistet 335 PS und 550 Nanometer Drehmoment, wodurch die Beschleunigung von 0 auf 100 in 5,3 Sekunden erfolgt. Das Auto ist außerdem mit einer etwas größeren 79 Kilowattstunden Batterie ausgestattet, die eine Reichweite von 368 Meilen bietet und mit 185 Kilowatt schneller aufgeladen werden kann, sodass die Ladezeit von 10% auf 80% auf 26 Minuten verkürzt wird. Innen ist die Kabine fast identisch mit der des elektrischen Explorer, der über einen 14,6 Zoll Touchscreen verfügt, der herausgleitet und den dahinter verborgenen Stauraum freigibt. Das verleiht dem sonst spartanischen Innenraum etwas Neues. Während der ursprüngliche Capri ein leichter Sportwagen war, ist der elektrische SUV weit davon entfernt. Das Modell mit Hinterradantrieb bringt etwa 4.625 Pfund auf die Waage, während die Allradversion 4.828 Pfund auf die Waage bringt. Dennoch bietet der Capri mehr Praktikabilität, als Sie vielleicht erwarten. Bei aufgestellten Rücksitzen gibt es 20,1 Kubikfuß Laderaum, der sich im umgeklappten Zustand auf 53,3 Kubikfuß erweitert. Dank der längeren Karosserie des Capri ist die Staukapazität größer als beim Explorer. Der neue Capri wird bei 51.950 Euro oder etwa 56.180 Dollar starten. Dieser Capri ist eine Anspielung auf die Vergangenheit, aber mit einem starken Fokus auf die Zukunft.